Also es ist immer wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn man hier auf dem Marktplatz steht, wenn man reinkommt, die vielen freundlichen Leute, der Applaus, das Winken. Erstmal ganz vielen Dank an die Einwohner hier und an die Gäste von Waldmünchen für den herzlichen Empfang, den wir hier immer bekommen. Ganz vielen Dank, herzlichen Dank. Vor allen Dingen ist dieser, müssen wir bei diesem Ritt an unsere Pferde denken, die immerhin 250 Kilometer weit gehen. Und großen Respekt auch für alle, die den Ritt abbrechen. Das gibt es immer wieder. Es kann mal kleine Verletzungen geben oder ein Trainingsproblem. Auch da großen Respekt. Der Wert der Tiere geht uns davor hier anzukommen mit den Pferden. Ganz wichtig, unsere Fahrer, 65 Gespanne müssen jeden Tag bewegt werden, insgesamt 250 Kilometer, die fahren also in der Zeit um die 15.000 Kilometer. Ganz vielen Dank an unser Fahrerteam. Das ist vor allen Dingen der Alto und der Willi, und ich möchte aber mal ausdrücklich den Peter erwähnen, der hier seit 15 Jahren immer wieder kommt. Er kommt aus Mainz nur, um hier Gespanne zu fahren. Vielen Dank, Peter. Ich war zu meinem 60. Geburtstag habe ich eine Fahrt nach Verona spendiert bekommen und habe dort nach einer Gesellschaft gesucht, die ähnlich ist wie unsere. Und wir haben Natura und Cavallo gefunden. Wir sind dorthin, um eine Vereinigung zu finden, die ähnlich wie wir strukturiert sind, die die Freude am Ausritten pflegt. Und wir haben viele, viele Freunde gefunden. Abbiamo certo un'organizzazione in Italia come noi e abbiamo trovato molti amici. Mille grazie a noi amici dell'Italia. Ein kleiner Unfall ist passiert. Ich habe die Annie besucht im Krankenhaus in Freising. Der geht schon wieder gut. Ich soll euch alle herzlich grüßen. Viele Grüße von Annie. Tante saluti di Annie, se sta bene, mille saluti di Annie. Dann noch viel Spaß heute Abend und ich darf weitergeben an den nächsten Redner. Liebe Wanderreiterinnen und Wanderreiter, ich fordere nun für uns vom Amtsbürgermeister der Stadt Waldmünchen die Schlüssel der Stadt sowie Kost und Logis für 200 Mann und 150 Pferde. Ja, liebe Freizeitreiter, herzliches Grüß Gott, willkommen in Waldmünchen. Der Amtsbürgermeister empfiehlt allen Reitern und Reiterinnen einen Gruß. Ich bin selbstverständlich bereit, die Schlüssel zu übergeben, aber treibt es nicht so schlimm. Alles ist bester Ordnung gerichtet. Hier kriegt die Schlüssel der Stadt. Die Stadt gehört uns. Waldmünchen, liebe Waldmünchnerinnen, liebe Urlaubsgäste, ich spreche hier für uns, für die Wanderreiter. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Ich möchte an dieser Stelle ein paar kurze Worte sprechen. Wir haben ja schon gehört vom Herrn Bürgermeister, dass es eine große Bandbreite auch vom Alter gibt. Die Wanderreiter kennen keine Grenzen, weder im Alter. Wir haben Bandbreite von 7 bis 71 Jahre. Wir kennen aber auch keine Grenzen, wo wir herkommen. Wir sind ein bunt gewürfelter Haufen aus allen Teilen Bayerns, aus allen Teilen Deutschlands und sogar darüber hinaus bis aus Italien. Stellvertretend möchte ich hier den weiteste Anreise mal benennen, bis aus Nordrhein-Westfalen, die Familie Steinberg mit nahezu 800 Kilometer Anfahrt. Oder auch einen Teilnehmer unserer italienischen Freunde, der Luca Morena aus Spoleto aus der Region Perugia mit ca. 1400 Kilometer. Besonders bedanken möchte ich mich bei der gesamten Organisation, angefangen bei meiner rechten und linken Hand während des Rittes. Ich gebe da das Zepter komplett ab an den Hans Hof.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren Fahrern. Der Fahrerboss, der Alto Müller, möchte auch noch ein paar Worte zu euch sprechen. Das möchte ich gleich hier einbinden. Lieber Alto. Dankeschön. Ja, ich bin froh, dass wieder alles geklappt hat und dass es bei den Autos keine größeren Schäden gegeben hat. Alle sind wieder wohlbehalten rübergekommen. Ich glaube, auch alle haben ihre Sachen wieder benannt. Ich möchte mich in diesem Jahr ganz besonders bei den Reitern bedanken. Wir waren ein bisschen in zahlenmäßig ein bisschen unterlegen und die Reiter haben also fleißig mitgeholfen. Wenn verloren worden ist oder so, dann ist hier mitgefahren worden. Die haben ihre Autos selber zum Teil gefahren oder auch für uns noch mitgefahren. Recht vielen Dank an die Reiter, die uns geholfen haben in diesem Jahr, dass wir es schaffen. Ja, und jetzt möchte ich noch einen offiziellen Auftrag erfüllen. Manfred, ich übergebe den letzten Schlüssel und das Fahrerlager meldet sich hiermit für dieses Jahr ab. Vielen Dank. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch unsere Freunde aus Italien, stellvertretend unser Gianfranco, möchte auch noch ein paar Worte sprechen. Io non dico niente. Ich sag nichts. Ich per tutti i cavalieri di Valmunken, amici tedeschi e italiani. Ich sag nichts anderes außer grüße alle italienischen und deutschen Reiter mit einem Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Ganz genau! Bevor ich zu den Ehrungen schreiten möchte für die Teilnehmer, die heute ein, ja sage ich mal, Jubiläum zu begehen haben auf diesem Wanderritt, möchte ich noch meine Dankesworte ergänzen. Ich möchte mich ja ganz herzlich bedanken bei den Organisatoren, auch hier vor Ort in Waldmünchen, bei den Trinkfestspielen, insbesondere bei der Reitabteilung. Und ganz insbesondere, man vergisst sie immer ganz, ganz gerne, wenn alles vorüber ist, meint man, die Reiter sind schon weg. Sind sie aber nicht. Sie sind noch da, sie sind am Sonntag noch da, sie sind am Samstagmorgen da und am Samstagmorgen haben wir eine hervorragende Frühstückscrew der Reitabteilung. Ihnen wurde noch nie so richtig von der Bühne aus gedankt und das möchte ich hier mal nachholen. Dankeschön.